Ihr Lieben, ihr müsst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Ernsthaft. Ganz, ganz ernsthaft. Notfalls hinsetzen, falls ihr noch steht. Oder irgendein stärkendes Getränk. Davon nippen und naschen und einen Schluck zu euch nehmen. Denn, nein, es geht nicht um die religiösen Einheiten, die direkt vor uns stehen, unsere Gurus und unsere Apostel oder diesen Händler in der Mitte, sondern auf der linken Seite zu sehen. Beinahe fertiggestellt, das Lieblingsweltwunder aller Civ6-Fans. Zumindest die unserer kleinen Community. Und insbesondere natürlich auch das Lieblingsweltwunder, wir müssen es ganz offen sagen, unserer Mali und unseres Herrschers Mansa Musa. Petra, hier ist Petra. Fast fertiggestellt, aber nicht von uns, sondern vom Blumenkranzscheusal, das übrigens, mal in Klammern eingefügt, wie ich mittlerweile bemerkt habe, von euch in den YouTube-Kommentaren abgekürzt wird als BKS, der neue Spitzname für Eleonore von Aquitanien und Britannien, das Blumenkranzscheusal. BKS klingt wie eine Krankheit, die manche Tiere befällt oder vielleicht auch manche Menschen oder gar ganze Zivilisationen, die von einem BKS-Syndrom beherrscht werden. Das Blumenkranzscheusal hat Petra fast fertiggestellt. Jetzt fragt ihr vielleicht, warum haben wir das Weltwunder nicht schon längst gebaut, das auf allen Wüstenfeldern einer Stadt massive, tolle, coole Ressourcen, extra Ressourcen bringt, durch die eine Wüstenstadt prosperieren kann, noch und nöcher. Haben wir aus einem ganz simplen Grund noch nicht, weil ist noch gar nicht erforscht. Wir forschen langsam, ihr wisst warum. Wir spielen auf Gottheit. Mit den Forschungspunkten ist es halt ein bisschen schwierig. Wir haben noch nicht viele Campusbezirke gebaut. Wir haben eine andere Strategie gewählt. Haben massiv die Succubas gebaut, viele Städte gebaut. Haben Glaubenspunkte generiert, noch und nöcher. Versuchen auf Religionssieg zu gehen. Man kann nicht alles machen auf Gottheit. Petra, hier zu sehen, noch nicht freigeschaltet. Aber vielleicht irgendwann, vielleicht fällt ja Bristol irgendwann an uns und dann hätten wir Petra doch. Das ist jetzt ein frommer Trost, dieser Wunsch, den ich jetzt gerade äußere. Aber wer weiß, ob das nicht vielleicht doch geschehen mag. Wir wollen noch ein bisschen weiterspielen und wollen mit unseren Einheiten, ich mache erstmal das Gitternetz wieder an und ich mache unsere Bonusressourcen-Symbole wieder an. Erstes geht übrigens, kleiner Tipp, mit der Taste G wie Gitter und das zweite mit der Taste Q wie Ressourcen, irgendwas in der Art halt. Im Ernst, wir wollen rüberlaufen wir wollen eigentlich Richtung Westen, wir wollen die feindlichen Apostelstellen, so Herrschaften wie diesen hier, den buddhistischen Apostel. Oder, hier ist noch einer, alles Apostel vom Buddhismus und vom Blumenkranzscheusal, gleich drei, vier auf einmal zu sehen, die wollen wir aufmischen. Was schwierig ist, aber möglich, dafür müssen wir unsere Leute beisammenhalten und das mache ich jetzt natürlich nicht, erstmal nicht, stattdessen mache ich Folgendes, in Bradford, hier, vor Ort. Bradford wird ohnehin bald vom Buddhismus zum Bullismus fallen, in 7 Runden, ich würde aber gerne ein bisschen nachhelfen. Aus gutem Grunde, weil wir dann einen kleinen Wirtschaftsboost bekommen. Denn es gibt ja den Stadtstaat Fes hier gelegen. Wir sind dort mittlerweile Suzerän, greifen den Bonus ab, wenn wir eine fremdreligiöse Stadt erstmals bekehren. Und zwar wirklich mit einer Einheit bekehren, bekommen wir pro Bürger dort vor Ort in der Stadt 20 Wissenschaft. Das wäre bei der hübschen kleinen Stadt Bradford 20 mal 2, 40. 40 Forschungspunkte. Wir generieren 60,8 links oben zu sehen pro Runde. Es wäre also quasi ein Zweidrittel-Rundenantrag Ertrag draufgelegt. Die Frage ist, bringt das so viel? Denn bis zum Schiffsbau haben wir ohnehin nur noch 3 Runden. Das ist auf den ersten Blick effizienter, wenn man eine Technologie erforscht, die viele Runden dauert, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Runde einspart, wesentlich größer ist. Andererseits, ich könnte es jetzt nicht beschwören. Und wenn, dann müsste ich auf das Leben des heiligen Bullen schwören. Und wer traut sich, ein solches Sakrileg zu begehen? Aber ja, also ich mag es nicht beschwören, aber ich glaube, die Forschungserträge werden übernommen. Die Überschüsse in die nächste Forschung, ob zu 100%, weiß ich nicht. Wie immer, falls es einer von euch weiß und nicht nur glaubt zu wissen, bitte gerne in die Kommentare posten, dann sind wir alle ein Stückchen klüger. Ich schnappe mir entweder diesen hier, diesen Apostel, der hat noch 3 Verbreitungen, 2 müssen immer übrig bleiben, ansonsten ist er aufgelöst. Dann laufe ich hier hin und jetzt holen wir uns die 40 Forschungspunkte extra und gucken mal, ob uns das zum Schiffsbau ein Stückchen vorkatapultiert. Ah.
Das ist der Nachteil natürlich und da muss ich mich auch gleich bei einem Punkt ein bisschen einbremsen oder korrigieren, den ich beim letzten Mal gesagt hatte. Ich hatte ja gesagt, es sei eigentlich ganz gut, ich hatte gesagt, es sei schlecht, dass Eleonore, das Blumenkranzhäuser, hier zu sehen, ihr seht, worum sie den Namen trägt, ein entspanntes, glückliches und zuvorkommendes Lächeln gepaart mit ein paar hässlichen Blumen auf dem Kopf, da weiß man doch sofort, wer diesen Namen hier völlig zurecht trägt. Ich hatte gesagt, es sei eigentlich schlecht, dass wir es nicht geschafft hatten, beim letzten Mal im Weltkongress sie in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit zu stellen, mit einer entsprechenden Resolution, sodass alles, was um sie herum passiert, mehr Groll generiert. Rückblickend muss ich sagen, da habe ich mich verdacht. Nado, einer von euch, liebe Grüße Nado, hat einen klugen Kommentar geschrieben auf YouTube und hat gesagt, nee, es ist genau umgekehrt. Du wirst doch da ganz viel missionieren, werter WB. Und deshalb wirst du viel Groll auf dich ziehen. Und das wäre dann doppelt so viel Groll, wenn unsere Resolution durchgekommen wäre. Wir verzichten natürlich, ihr zu sagen, wir wollen nicht weiter bei ihr missionieren, denn genau das machen wir unter Umständen und erzeugen stattdessen 25 Groll. Nochmal kurz hier oben zu sehen, das sind die beiden vom letzten Mal. Öffentlichkeitsarbeit, nicht Eleonore, sondern Jaja Varman steht im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Hat nicht viel gebracht. Oben steht immer noch drei Schiffsbau, aber wer weiß, vielleicht wird es ja wirklich übernommen. Und mit den anderen könnten wir uns ein bisschen aufteilen. Frage ist, also hier stehen viele Apostel. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen fremden Apostel wirklich stellen, ist größer hier unten. Die scheinen alle so hier rüber zu ziehen. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt, nachdem wir Bradford bekehrt haben, hier eine Falle aufgestellt haben und noch weitere Leute raufrennen, um die englische Stadt zum Buddhismus zurückzubekehren. Das ist doch gar nicht so unwahrscheinlich. Haben viele von euch schon geäußert, dass sie als KI das machen würden. Jetzt hoffe ich, die KI ist vielleicht sogar, also sagen wir mal, mindestens so klug wie ihr. Das weiß man bei einer Civ-6-KI ja nie. Also es könnte sein, dass die jetzt hier rüberziehen. Es könnte auch sein, dass die weiterhin hier runterlaufen. Wir müssen einfach ein bisschen spekulieren und eine Sache noch mitbedenken. Achtung, hier ist ein Fluss. Der Fluss bremst uns aus. Wenn wir hier versuchen rüber zu gehen, dann ist das schwierig. Wir haben hier noch vier Apostel. Eins, zwei. Das ist ein Guru, zwei Apostel. Nee, vier hatten wir in Summe. Wo ist Nummer vier? Da oben. Eins, zwei, drei. Drei haben wir. Ich ziehe zweimal ein bisschen weiter Richtung runter. Ich splitte die mal sachte auf, aber nur vorsichtig. Einmal hierhin. Eins ziehen wir hier oben hin. Den Apostel hier. Stellen wir mal vor die Stadt Bristol. Ich würde eigentlich auch ganz gerne, ich sag's ganz offen, wenn wir die hier stoppen, dann würde ich die... Wir können nur eins dicht an den Fluss ran. Da bleibt der aber erstmal stehen. Ich ziehe den Guru noch dahinter. Wenn wir die stoppen, wir haben ja auch eine Kontrollzone, dann gerne möglichst weit im Westen. Denn falls wir den feindlichen Apostel besiegen, dann gibt es ja über so und so viele Felder hinweg verlierend die Stadtzentren an Buddhismus und gewinnen Bullismus. Hier ist schon sehr viel Bullismus. Ich würde lieber hier die Buddhisten weghexen, wegkämpfen und den Buddhismus hier vertreiben. Dafür sollte der Kampf eher hier sein und es nützt uns gar nicht so viel, wenn der hier unten ist. Hier ist unser Druck sowieso sehr groß, unser natürlicher bullistischer Druck. Insofern, die Kämpfe hier bringen nur wenig, wenn ich würde die Kämpfe gerne ins Herz ihres Reiches rübertragen. Das wäre mir lieber. Mal schauen, ob das klappt. Der bleibt hier stehen. Eine Runde weiter. Ja, können wir machen. Wir hätten noch ein bisschen Gold auszugeben zur Erinnerung an Politikkarten. Wir hatten übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, bewusst mitbekommen habt, wir haben darauf verzichtet, die neue Karte, wo ist sie denn, einzusetzen. Hier, religiöse Orden, plus 5 religiöse Stärke für Religionseinheiten im theologischen Kampf. Das ist hilfreich. Aber wir haben stattdessen auf die Karte hier gesetzt. Die beiden sind, glaube ich, nicht diskussionsfähig. Die sind zu wichtig. Aber wir haben darauf gesetzt, dass dass wir so einen dicken Rabatt bekommen beim Kauf von Geländefeldern. Und das ist echt gut, denn wir haben ungefähr 400, vielleicht bald 450 Gold pro Runde. Und das geben wir alles aus für den Kauf von Geländefeldern. Das heißt, wir sparen etwa
wenn wir das komplett aufgeben, ausgeben etwa 80 Gold pro Runde ein durch die Karte. Man könnte sagen, das sind 80 Gold, die wir gewinnen durch den Kauf durch den Einsatz dieser Karte. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und da würde ich auch gleich eine Sache noch machen, nämlich mit dem Geld, vielleicht das Feld hier noch, pardon, das meinte ich nicht, sondern das hier noch dazu kaufen. Das hier könnten wir auch noch aufkaufen. Aber das hätte ich gerne, weil das wird eventuell hier uns von den Khmeren weggeschnappt. Das sollten wir knapp kriegen können. Ja, 140. Wird das bewirtschaftet? Jetzt noch nicht, aber bald. So, jetzt aber eine Runde weiter. Wir bleiben weit oben und schauen aus der Vogelperspektive drauf. Sollen wir da irgendwas verscherbeln? Wir könnten Eisen, nächste Runde auch verscherbeln. Können wir auch jetzt schon. Wir verscherbeln mal Eisen an Peter. Der hat 1544 hat zwei Eisen nur noch. Das ist etwa das, was wir üblicherweise auch die letzten Runden immer bekommen haben. Ich verzichte jetzt mal auf das ganze dicke Micromanagement und vergleiche das nicht überall, sondern mache das nur so. Oder wir sagen, wir holen uns noch eine Luxusressource dazu. Aber ich glaube nicht, dass wir die so schnell kriegen. Da müssten wir, müssten wir ein bisschen was drauflegen. Es geht eigentlich, aber wir lassen uns nochmal einen Blick werfen auf die Zufriedenheiten. Wir sind überall glücklich, hier sogar begeistert. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Man kann's. Also, wenn wir auf begeistert gingen mit noch maximal heftigeren Boni in den Städten, ihr seht es hier, dann braucht man statt +2, +3 an einem Annehmlichkeiten-Bonus in einer Stadt. Wenn wir... Na, da müssten wir mehrere Luxusressourcen einhandeln. Eine Luxusressource würde zwei Bürger umdrehen in vier Städten. Und das mache ja, ich lasse es mal. Ich lasse es im Moment mal sein. Kann auch sein, dass wir Mango haben. Das weiß ich gar nicht mehr auswendig. Das hätten wir dann auch nochmal checken müssen. Pferde haben wir nicht mehr so viel. Salpeter sammeln wir selber. Brauchen wir auch. Alles gut und eine Runde weiter und wir beobachten hier, wo die feindlichen Apostel hinziehen. Ach ja, dann hat einer von euch noch, oder mehrere von euch haben zu Recht mich darauf hingewiesen, dass ich... Oh, religiöser Kampf. Oh, der Guru wurde angegriffen. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Der hat knapp überlebt. Auf die Botschaft verzichten wir. Denn sonst hätten wir Nachteile irgendwann mal im religiösen Kampf. Das ist heftig. Das heißt, er kann uns so nicht heilen. Weil er hat zwar... Ja, er hat nur eine Heilungsladung. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hatte ohnehin nur noch eine. Ich weiß aber nicht, wie stark die ist. Ich kann sein, dass die schwächer ist, wenn er an Lebenspunkten verloren hat. Das weiß ich nicht auswendig. Auf jeden Fall, ihn haben wir hier gestoppt. Jetzt ist die Frage, die hier unten... Ja, also es wäre potenziell besser, wir würden auf unserem Terrain kämpfen und nicht auf deren, weil die genießen einen Vorteil, der nennt sich, glaube ich, Heiliger Boden oder Heilige Erde. Heiliger Boden, +5. Aber wenn wir hier unten... Ah, wie machen wir das denn? Also er muss auf jeden Fall weg. Das macht so keinen Sinn. Den ziehe ich mal zurück. Hier hin zur großen Wiege. Und hier ist die Frage, ziehen wir aus unserem Terrain raus und wohin ziehen die dann? Ich wollte Richtung links kämpfen. Ich weiß, weil die Städte dann umgedreht werden sollen. Aber im Augenblick, ihr seht es selber, das wäre heftig hier. Wir würden eventuell sogar einen verlieren, wenn derselbe nochmal angegriffen würde. Das machen wir nicht. Aber wir kommen hier auch nicht raus. Wir können hier rausziehen. Müssen rausziehen aufs eigene Terrain. Wir
versammeln die mal alle hier an der Grenze. Und schauen mal, was passiert. Die sind hier beide auf Feindterrain. Ich setze hier mal einen Riegel hin. Dann schau mal, wie, ob er vorzieht, uns angreift oder ob die unten hinlaufen. So sollten wir die auf jeden Fall gut erwischen. Wenn er hier rüber setzt, hier hin, kriegen wir ihn auch. Die sind sehr fix unterwegs. Das könnte klappen. Ich lasse die vier hier mal stehen. Mit der Leertaste überspringe ich. Unwetter klingt irgendwo ab. Ja, sehr spannend. Gouverneurin Bullenkraut, Gouverneurin etabliert, das ist Rainer. Jetzt könnten wir hier Bezirke kaufen, machen wir aber nicht, denn wir haben eine klare Priorität. Wir wollen mit dem Geld was anderes ausgeben, nämlich Geländefelder kaufen. Übrigens, dafür haben wir gar nicht mehr so lange Zeit, denn in Steinerner Bogen, pardon, in Große Wiege haben wir nur noch jetzt Zeit dafür, denn in Großer Wiege wurde der Audienzsaal abgeschlossen, das Gebäude auf dem Regierungsplatz. Und jetzt können wir die Regierungsform wieder wechseln, denn immer dann, wenn auf dem Regierungsplatz eines der Gebäude fertiggestellt ist, hat man einen kostenlosen Regierungswechsel oder Politikkartenwechsel. Und das würde ich jetzt auch ganz gerne nutzen. Die restlichen Gelder, die wir jetzt haben, hauen wir noch einmal raus für den Kauf von Geländefeldern und dann wechseln wir. Wir haben jetzt als nächstes Bauprojekt noch gar keins drin. Wir könnten gehen auf die nächsten drei, von deren die zur Auswahl stehen, für die das nächste Upgrade sind Kapelle des Großmeisters. Damit könnten wir Landeinheiten mit Glauben kaufen. Das kann man üblicherweise nicht. Es gibt Civ-Spieler, auch sehr erfahrene, die sagen, es geht gar nicht anders. Wenn man die Mali spielt oder wenn man überhaupt massiv auf Glauben geht, muss man sich die Kapelle des Großmeisters holen. Alles andere ist doof. Ich persönlich finde das so apodiktisch zu sagen, das ist doof, denn wir spielen auf Gottheit. Es ist immer auch eine Frage des Schwierigkeitsgrades. Ihr kriegt ja mit, wir müssen uns ständig auf ganz wenige Dinge konzentrieren. Wir versuchen den Religionssieg zu bekommen, haben wir schon festgestellt. Wir hinken überall hinterher, das ist die derzeit einzige realistische Chance, einen Sieg zu bekommen. Wir sind noch weit davon entfernt, aber wenn wir uns konsequent auf Glauben fokussieren und mit dem Glauben Apostel kaufen und Missionare und Inquisitoren, dann können wir das schaffen. Ich glaube nicht, dass wir genug Glauben generieren, um außerdem noch Landeinheiten zu kaufen. Wir generieren unfassbar viel, aber ich denke, zumindest auf längere Zeit hinweg, vielleicht bis zum Ende des Spiels, können wir uns darauf eh nicht konzentrieren. Geheimdienst, wir können einen weiteren Spion uns holen und Spionageoperationen sind effektiver. Gute Geschichte, das würde ich gerne machen. Außenministerium, weil die zweite Sache, von der wir viel haben, ist Geld. Geld und Gold. Und das Ausheben des Militärs von Stadtstaaten kostet damit nur noch halb so viel Gold. Das Feature kennt ihr, wenn man irgendwo so zerrennen ist und sagt, hier, wir rekrutieren deine Armeen, bekommen wir vom ganzen Stadtstaat auf 30 Runden bei normaler Spielgeschwindigkeit deren Armee als Söldner und darf die steuern. Und das kostet normalerweise ganz gut Geld. Wir haben viel Geld und dann kostet es nur noch halb so viel Geld und außerdem haben die noch plus 4 Kampfstärke-Bonus. Das würde ich gerne mitnehmen. Das ist unsere Lebensversicherung hier bei den drei Stadtstaaten, in denen wir im Augenblick so zerrennen sind, um jederzeit mit unserer hohen Goldproduktion, falls wir angegriffen werden, ganz schnell eine gute internationale Verteidigungsstreitmacht zusammenzukaufen. Deshalb Außenministerium. Wir könnten auch den Bau vom Campus beenden, aber der dauert stolze 7 Runden und wir generieren Wissenschaft schon über andere Geschichten. Ich würde es wirklich gerne machen mit dem Außenministerium, weil das geht ja nur hier, nur im Regierungsplatz. Den gibt es einmalig nur hier und Campus können wir auch woanders bauen. So. Andere Bauobjekte? Nein, weitere sind es nicht. Und jetzt gehen wir hier wieder zurück. Die haben wir alle hier positioniert, okay. Achso, wir wollten noch kaufen. Wir wollten kaufen weitere Geländefelder für 503. Wir müssen das nicht komplett ausschöpfen, nur wenn wir welche kaufen wollen, dann jetzt. Denn es kann sein, dass wir die Karte nie mehr benutzen werden. Das wollten wir uns holen, aber ich glaube, bei dem Feld, diesem coolen Heilige Stättenfeld, das bekommen wir ohnehin. Nein, hier ist im Augenblick das Feld eingestellt.
Das ist ja seltsam. Warum denn? Ach, ein Stink. Zweiter. Und das ist zweites. Ah, das Programm findet das spannender. Das hier müssen wir noch entfernen. Wir hatten uns ja entschieden, hier zu bauen, den Campus. Dann kaufen wir uns das hier dazu. Und das bringt uns... Kostet uns 92, okay? Hier unten noch irgendwas Entscheidendes. Hier wollen wir eventuell was bauen. Hier haben wir gekauft. Hier ist auch ein eventuell... Steinbruch, der wäre ganz schick. Hier entsteht ein Industriegebiet. Das bekommt auch eine Produktion hier durch. Mal schauen, ob wir uns das von hier aus kaufen können. Dann haben wir noch 271. Hier war irgendein, ach so einer von euch, liebe Grüße an Tico Tim. Ja, ich meine dich, liebe Grüße an Tico Tim. Hat mit seinen scharfen Augen, hast du gesehen, hier ist ein Walfeld. Das wurde vom Missionar aufgedeckt, eine luxuriöse Wale. Du meinst, vielleicht können wir in die Richtung kaufen. Dafür sollte unser Geld auch noch reichen. Das kriegen wir hin. Wenn ich dich nicht hätte. Tico Tim. Jetzt ist das Geld alle, nur noch 39, alles gut. Und jetzt gehen wir hier oben hin und wechseln, nehmen das hier raus. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich glaube, jetzt machen wir das doch mit dem religiösen Orden, ne? Dass wir im Kampf stärker sind. Das macht viel aus. Ihr habt es eben gesehen, die 5 Stärke heiliger Boden auf Seiten der Feinde, wie viel das ausmacht. Und jetzt haben wir 5 auf der Gegenseite dadurch, was natürlich auch verlockend wäre, falls wir militärisch angegriffen würden. Das wäre, dass wir, ach nee, dass wir hier die beiden rausnehmen, das sind Militärkarten, damit wir endlich unsere Musketiere bekommen aus den Schwertkämpfern. Dafür sollten wir logischerweise gleich 2 Karten reinnehmen, und zwar die Berufsarmee hier zu sehen. Dann kostet das Gold nur die Hälfte, wenn wir unsere 5 Schwertkämpfer verbessern zu Musketieren und passend dazu das hier Gefolge. Dann brauchen wir auch statt 20 nur 10 Salpeter. Also wenn wir sagen, wir machen das jetzt innerhalb der nächsten, wie viele Runden? 3. Dann sollten wir jetzt beide Karten holen, auch wenn wir dann auf die Annehmlichkeitenkarte verzichten und durch die Garnisonen und damit ein bisschen besser, schlechter überall in der Produktion dastehen von Ressourcen. Wie teuer ist das nochmal? Ich glaube 155 waren das mit Karte. 310. Aus Schwertkämpfer Musketier machen, 155 mal, ich glaube 5, ich glaube wir haben 5 Schwertkämpfer. 5 mal 155 macht also über den Daumen 750 oder 770, 775 Gold. Das hätten wir ja locker, das ist gar kein Problem. Das kriegen wir innerhalb von 2 Runden sogar zusammen produziert. Und Salpeter wiederum ist eher ein Problem. Also mit der Gold-Einsparkarte. Salpeter brauchen wir die Karte auf jeden Fall, denn um zu sehen, wir haben nur 28. 20 brauchen wir pro Beförderung. Und wir bekommen 4 dazu. Das brauchen wir auf jeden Fall. Mit der Karte bräuchten wir nur 50 Salpeter. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Dann würden wir in den 3 Runden... auch nur für 3 Schwertkämpfer das bekommen und nicht für 5. Vielleicht können wir aber welches dazu kaufen. Das wäre möglich. Wer hat denn Salpeter? Unschuldig, da habe ich mich völlig verklickt gerade. Hier. Wer könnte uns Salpeter verkaufen? Ja, das Blumenkranzhäuser natürlich. Jaja oder Katharina in Summe 17, das wird schwer. Sollen wir es mal wagen? Sollen wir mal gucken, ob das geht? Will sie gar nicht verkaufen. Weißes Ausrufezeichen auf rotem Grund. Da müssen wir erst gar nicht mit dem Falschen beginnen. Wird sie nicht machen. Wir gehen nochmal raus und checken das mal bei Jaja. Aber er braucht das auch. Er ist im Krieg. Mit den Zulu. Ja. Das ist die militärische Ressource dieser Epoche.
können wir alles knicken. Ja, dann wird's blöd. Also dann könnten wir, wenn wir die Karten reinnehmen, höchstens 3 der 5 Schwertkämpfer überhaupt aufleveln. Dann würde ich sagen, wir machen es anders. Dann sammeln wir lieber noch ein bisschen Gold und gehen hier wieder zu. Wie teuer ist der Bau von Handwerkern? Ich glaube, das ist ja das nächste, was wir nach den Geländefeldern kaufen wollen. Eieiei. Das heißt höchstens einen pro Runde, noch nicht mal das ganz. Na, von 3 Runden lohnt sich das überhaupt nicht, weil es geht darum, ob wir die Handwerkerkarte reinnehmen. Aber die Handwerkerkarte ist auch eine Wirtschafts- und keine Militärkarte. Wir machen das so, wir nehmen das auf jeden Fall raus, wir nehmen hier die religiöse Stärke rein, das ist klar. Die Annehmlichkeiten müssten wir drin lassen und weil wir Berufsarmee bringt uns jetzt erstmal nichts, wir bräuchten beide Karten drin und dafür haben wir nicht genug Salpeter. Nehmen wir den Einheitenunterhalt, wird reduziert, Karte rein, bringt sehr wenig. Ich denke, würden wir wirklich angegriffen werden, würden wir sowieso ein paar Militärkarten also ein paar Karten umpuzzeln. Und aber unsere Lebensversicherung, falls wir überraschend angegriffen würden, wären diese Karte Bastionen. Die würden nämlich unsere Städte beschützen. Das wäre so eine kleine Lebensversicherung. Das ginge hier auch. Pferde und Eisenressourcen bringt auch ein bisschen Gold, aber auch nicht so viel. Hatten wir uns auch schon mal überlegt. Die Militärkarten sind für uns alle wenig spannend. Hier verlieren wir etwas Gold, aber das ist die Lebensversicherung. Wir haben überall Stadtmauern, falls irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß, es ist Geschmackssache, einige werden das doof finden, aber der Mann mit der Maus, der sitzt nun mal hier, tut mir leid, meine Entscheidung. So machen wir das. Die Einflusspunkte, die können wir uns noch überlegen. Nee, die lassen wir drin, die grüne, weil wir bekommen gleich eine coole neue grüne Karte, aber die bekommen wir erst mit der nächsten kulturellen Errungenschaft. So, das bestätigen wir jetzt. Sind wir wieder hier und jetzt kommt der Running Gag aller meiner Civ 6 Let's Plays. Jedes Mal vergesse ich es, jedes Mal erinnert ihr mich dran, jedes Mal kichert ihr zurecht über mich. Jedes Mal schwöre ich jetzt ab, ne, ich schwöre nicht, ich behalte es. Also worum es geht, man kann sie beamen. Man kann die großen Persönlichkeiten beamen. Ich vergesse es jedes Mal. Es war bei früheren Civ-Teilen anders. Ich habe so viele Civ-Teile vorher gespielt, früher ging das nicht. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr, dass sich das ändern wird. Dass ich das jemals irgendwie drin haben werde. Wir beamen mal runter nach Süßrauch. Einige von euch haben gesagt, ich sollte doch stattdessen hier runterlaufen, um das hier aufzudecken. Ja, könnte man machen, aber ich will hier runterrennen und hier viel von der Karte sehen. Lässt sich beides begründen. Der bleibt bitte hier. Der muss flüchten vor dem Apostel, der Missionar. Sonst sieht er übel aus. Wir können noch nicht wassern. Wir können in 2 Runden wassern. Ich ziehe mal außerhalb der Sichtweite von dem Apostel. Dieses Apostels, weil anders geht's nicht. Ich ziehe den mal, soweit es geht, raus. So kann der uns schon nicht mehr sehen. Wir sehen ihn nicht, er uns nicht. Und wir hoffen mal, dass das irgendwie gut geht. So, eine Runde weiter. Der Gouverneurstitel, den haben wir gerade dadurch bekommen, dass wir den Platz fertiggestellt haben. Das Gebäude am Regierungsplatz. Und jetzt, ganz entscheidend, Schutzheiliger. Unsere Apostel, die in unserer Hauptstadt große Wiege entstehen, erhalten eine extra Beförderung. Und damit kommen wir jetzt endlich den entscheidenden Schritt weiter. Denn jetzt können wir richtig, richtig coole Sachen machen. Katharina von Medici ist die Suzerän in Jerewan. Wir haben alle Voraussetzungen dafür, dass wir jetzt endlich unseren Plan in die Tat umsetzen können. Endlich, endlich, endlich. Jetzt hier im Stadtstaatenmenü. Die 3 Gesandten, die wir noch offen haben, 2 von denen, schicken wir hier hin nach Jerewan. Die Quest ignorieren wir mal mit dem großen General, die kriegen wir eh nicht. Katapultieren uns an die Spitze der Gesandten-Rangliste, werden hier Suzerän.
Ich hatte eben gesagt, wir haben 3 Stadtstaaten sozialen Statusse. Jetzt sind es 3, bislang waren 2, jetzt sind es mit Maskat und Fez, das ist der 3. Jetzt bekommen wir diesen sozialen Status, auf den wir lange hingearbeitet haben, vielleicht 1 Dutzend Runden oder noch länger, 1 Dutzend Folgen, 2 Dutzend Ewigkeiten, ja, die gefühlte Ewigkeit. Wir können uns jetzt sogar noch eine Beförderung frei aussuchen, statt dass wir welche einen kleinen Topf nur ausgelost bekommen, in den wir reingreifen müssen. Also nur eine kleine Auswahl bekommen. Und jetzt gehen wir hier hin, natürlich bei Große Wiege, wo unser Moksha ist, der Kardinal, der Mann, der Moksha-Man, mit den vielen coolen Beförderungen. Schutzheiliger. Und sagen, wir kaufen 2 Apostel können wir in dieser Runde hier kaufen. Einer entsteht in der Heiligen Stätte, der andere steht auf dem zentralen Stadtfeld. Nummer 1. Nummer 2. Wir generieren 160 pro Runde. Wir können jede Runde 2 weitere kaufen hier. So lange, das machen wir so lange, wie wir toi 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 hier sozusagen bleiben. Und wir bekommen gleich, das seht ihr in der nächsten Folge gleich, super, super coole Effekte dadurch. Diese Folge hier erscheint am 18. 18. Juli morgens um 7 Uhr. Heute Abend. Heute Abend. Großer Livestream. Release-Livestream mit Warhammer 40k Gladius, Chaos Space Marines, die neue Erweiterung. Entwickler an Bord, Lorenz Roman, der mit uns befreundete. Entwickler von Proxy Studios, der Mann aus Erlangen, der schon 2-mal auf unseren Community-Treffen war in Köln, mit dem wir schon so viele Livestreams gemacht haben. Alle Spiele, alle Add-ons, die er macht, die feiert er mit uns zusammen bei Release-Streams. Das ist eine richtig gute Tradition. Wir haben ihn ins Herz geschlossen und er uns. Und das machen wir heute Abend auch. Er ist mit uns zusammen, macht er den Release-Stream für seinen neuen Titel. Chaos Space Marines, Warhammer 40k Gladius, 4X meets Civilization. Heute Abend, 20 Uhr, bei mir auf Twitch und auf YouTube.